Grüß euch. Das Motorschlittenfahren ist sehr lustig und sehr interessant, jedoch gibt es einige Sicherheitsvorkehrungen, die ich jetzt zeigen möchte. Wir haben hier den Sicherheitsschlüssel, den sogenannten Abreißschlüssel. Der dient zum Starten des Motorschlittens und als Abreißleine, falls einmal einer runterfällt vom Gerät. Ihr tat euch den Schlüssel um die linke Hand oder bei der Jacken, wenn ihr was zum Einhänger habt. Und dann wird dieser Knopf auf den Skido-Startvorrichtung aufgeklemmt, dass der ordentlich drauf sitzt. Wir haben hier den Notausschalter auch noch zusätzlich. In dieser Stellung ist er aus und in dieser Stellung hätten wir zum Starten eingeschalten. Das heißt so aus, so ein. An der linken Seite des Motorschlittens haben wir hier drei Knöpfe. Der graue ist der Startknopf und auch gleichzeitig der Retourgangknopf. Und hier, wie wir gesagt haben, können wir wieder abstellen. Die zwei gelben Knöpfe sind die Griff- und die Gasgriffheizung. Der obere ist die Griffheizung. So hat man eingeschaltet, in der Mitte aus und auf der anderen Seite leichte Wärme. Beim Gasgriffschalter ist es dasselbe. Zusätzlich haben wir dann nur links den blauen Schalter, der ist für das Fernlicht. Und was natürlich ganz wichtig ist, hier die Bremse des Motorschlittens. Die Bremse wirkt auf die Raupe, das heißt, das ganze Laufband wird gestoppt. Wir haben auch hier den Gasgriff, ganz normal, es ist mit Daumengasbetätigung. Der Motorschlitten hat keine Gänge, die wir verwenden zu den Touren. Das heißt, ihr braucht nur Gas geben und der Schlitten fährt weg. Hier befindet sich bei einigen Modellen, das hat nicht jeder, aber die einigen Modellen haben einen Joker. Das heißt, wenn der Motorschlitten kalt ist, gibt es zwei Stellungen. Die normale und für Extremkälte. Nach dem Starten kann man den Joker sofort auf Mittel zurücksetzen und nach ca. einer halben Minute gleich wieder rausnehmen. Ich erkläre euch hier nun die komplette Startprozedur von einem Motorschlitten. Bitte horcht auf die Piepstöne, weil wenn der Motorschlitten startbereit ist und der Schlüssel korrekt auf dem Post drauf sitzt, piepst er zweimal. Notaus muss eingeschaltet sein. Hier haben wir den Startknopf. Schlüssel muss aufgesetzt sein. Motorschlitten hat jetzt zweimal gepiepst, das heißt, er ist startbereit. Sollte die Batterie des Motorschlittens einmal ausgefallen sein oder der Elektrostarter nicht funktionieren, hat jeder Motorschlitten auch eine Handstartvorrichtung, die es auf der rechten Seite findet. Da gilt dasselbe, der Notaus muss eingeschaltet sein, Schlüssel angesetzt und dann kann man schon starten. Schlüssel hat auch hier wieder zweimal zur Korrektheit gepiepst.